Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Keine große Herausforderung. Ja, wir haben zwei Dinge zu tun. Erst einmal müssen wir hier kleinen Bo finden, damit Minsk nicht mehr traurig ist und seine Stärke wieder höher ist. Erstens das und zweitens müssen wir gucken, dass wir Yahira entfluchen. Danach können wir uns endlich zu den Umma-Hügeln begeben, nachdem wir uns im Hafen fertig umgeschaut haben. Es könnte noch lustig werden. Gut. Wir wissen, dass hier irgendeine verrückte Frau ist, die Bo ersaufen will. Bist du das? So siehst du aus wie eine normale Bürgerliche, also wahrscheinlich nein. Noch ein Elf, ich schwöre, ganz plötzlich sind sie überall bei uns. Spione, allesamt, das sage ich euch. Ihr Bewohner vom Arm seid so engstirnig, was die Halbmenschen angeht, die doch friedlich unter euch leben. Sie unterscheiden sich doch gar nicht so sehr von euch. Ja. Ist ja hier eine Halbelfin? Ja, Halbelf. Eri ist eine Vollelfe. Beziehungsweise eine geflügelte Elfe. Okay, dann bleibt nur noch der Brunnen hier unten. So, sammeln wir uns. Hier steht ein Junge rum. Und hier steht tatsächlich eine Frau mit einem Namen. Mal gucken. Falls es zum Krawall kommt mit ihr. Oh, da steht noch eine Frau. Sogar ein Kutte. Ja? Was? Was soll das bedeuten? Kann ich nicht mit meinem Hamster schwimmen gehen, ohne dass ich mich mit geschmacklos angezogenen Abenteurern herumärgern muss? Sagt die in der Robe mit dem Stock. Vor allem mit ihrem Hamster. Gebt den Hamster heraus, Freunde, und niemand wird etwas passieren. Nein, könnt ihr nicht. Ändert eure Tusche oder ich ärgere mich mit euch herum. Ich würde gerne wissen, weshalb ihr mit dem Hamster schwimmen geht. Ihr seht aus, als würdet ihr gutheißen, was ich hier zu tun versuche. Ich will mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Elianya Delül. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, bin ich in den Arkanen Küsten recht talentiert. Meine Fähigkeiten haben innerhalb meiner Familie für ziemlichen Aufruhr gesorgt und obwohl mein Vater lieber sehen würde, wie ich ein Instrument lernen würde, würde ich mein Talent nicht verkümmern lassen, um ihm zu gefallen. Oder irgendjemand anderem, was das betrifft. Aber haltet mich nicht für rebellisch oder undankbar. Aus Respekt vor den Wünschen meines Vaters spreche ich meine Zauber nicht innerhalb der Grenzen unserer Ländereien aus. Adkatla ist der perfekte Ort, meine Magie zu verfeinern. Es gibt keine Magier hier, die meine Fähigkeiten kopieren. Und die verhüllten Magier, Zauberer, Paar, wissen, dass sie sich besser nicht mit Eliana Delil anlegen. Was ist mit Bo, meine Dame? Was hat er mit eurer Hexerei zu tun? Hexerei? Was für eine altmodische Bezeichnung. Aber ich nehme an, dass ich von euch nicht erwarten kann, das Sakale zu verstehen. Naja, Minz kommt aus Rashemen, dort sind Hexen, keine Magier. Was Bo betrifft, ich entdeckte ihn in einem Magieladen und er sprang mir sofort ins Auge. So gewöhnlich und unauffällig und doch für derart großartige Dinge bestimmt. Bo, ihr denkt, Bo sei gewöhnlich? Seht ihr nicht, wie klug er sich hinter den Ohren kratzt? Ich habe fast Angst zu fragen, aber von was für großartigen Dingen sprecht ihr? Die ganze Geschichte ermüdet mich. Gebt mir den Hamster oder euer Leben ist verwirkt. Ich habe hier 100.000 Goldstücke. Würdet ihr mir den Hamster dafür geben? Toll, noch ein schwachsinniger Magier, der in seine Illusion von Großartigkeit gefangen ist. Soll ich euch sofort über die Klinge springen lassen oder besteht ihr darauf, den Rest eurer Geschichte auszuplaudern? Fragen wir mal, von was für großartigen Dingen sie spricht. Eure Neugier steht euch gut zu Gesicht. Seht, was der erste Meerhamster auf Ferun sein wird. Zumindest sobald mein Zauberspruch einsetzt. Er scheint momentan das Wasser nicht sehr zu mögen. Das ist halt Bo. Nein? Bo ist schon ein Weltraumhamster. Wie kann er dann zugleich ein Meerhamster sein?
Euer Hamster ist ein Weltraumhamster? Hm. Das könnte es sein, was meinen Zauber stört. Genug jetzt. Gebt uns sofort den Hamster, denn ich will keine Gewalt anwenden, aber ich werde... wenn ich muss. Eure Geschichte bestätigt, dass ihr, meine Dame, Delil, der größte Idiot seid, den ich jemals umbringen werde. Lebt wohl. Ja, ihr seid sehr schlau und ehrgeizig. Könntet ihr uns Pur zurückgeben? Ihr könnt leicht einen anderen Hamster kaufen. Hier, ich werde euch sogar das Gold dafür geben. Ihr beleidigt die Delils auf diese Weise. Wir benötigen kein Gold. Abgesehen davon ist das, was ihr anbietet, lächerlich. Dieses Geschwätz ermüde ich mich. Geht mit den Hamster, Leben ist verwirkt. Meine Beleidigung werde ich in einem Ausblick ein paar Verletzungen hinzufügen. Gebt mir den Hamster. Gibt es keinen Weg, dass ihr den Hamster zurückgebt? Ich will euch nicht anflehen, werde es aber tun, wenn es sein muss. Hm. So weit muss es nicht kommen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Hamster, Bo, oder eurem Freund recht wichtig ist. Hm. Puttels ist ein viel besserer Name, schnieft. Nun, die Familie Delil hat auch gewisse wohltätige Neigungen. Ich werde euch drei Fragen stellen. Wer ihr sie zu meiner Zufriedenheit beantwortet, kann euer Freund seinen Hamster wiederbekommen. Wenn nicht, dann werde ich Bo behalten und von euch nicht mehr hören. Das sind meine Bedingungen. Stimmt ihr denen zu oder kämpfen wir heute um Leben und Tod? Wo ist der Haken? Was wollt ihr von uns, wenn wir falsch antworten? Versucht nicht, mich zu täuschen, Mann. Ich ziehe einen geistigen Weltschalt jederzeit einem flohverseuchten Hamster vor. Ja, sogar mit meiner Magie darin. Ich kann mir einen neuen kaufen. Und ich habe euch nicht gesagt, dass ich recht mächtig bin? Habe ich euch nicht gesagt, dass ich recht mächtig bin? Es wird mich keine Stunde kosten, einen neuen Hamster mit Zaubern zu belegen. Sag, wenn ihr so mächtig seid, wie wäre es, wenn ihr mit uns kommen würdet? Ich jage einen Magier namens Sirenikus. Versuchen wir es mal. Ihr seid nahe dran, meine Zeit zu verschwenden. Die Delils jagen keine Magier. Die Delils reisen nicht zu Fuß und werden keine verdrängten Abenteurer. Wir sind zu eures bestimmt. Also stimmt ihr zu oder kämpfen wir heute bis zum Tod? Eurem Tod. Stellt eure Fragen. Gut, meine erste Frage. Ich stelle euch ein Rätsel. Alle Mitglieder der Familie Delils sind in intelligentem Zeitvertreib versiert. Ich würde gerne wissen, ob auch auf euch das zutrifft. Hört genau zu. Es begleitet die Kutsche, es kommt mit der Kutsche. Die Kutsche benötigt es nicht, aber ohne es wird die Kutsche nicht fahren. Das ist aber schwer, Ist die Antwort vielleicht ein Pferd, Talisa? Kombo, Flüster, Mist, die Antwort so, nein? Ja, ich nehme an, dass Betrügen nur etwas für Hinterhältige ist, wie Null von dir, Bo. Also ein Pferd ist es nicht, weil die Kutsche braucht ein Pferd zum Fahren, genauso wie das Rad und den Kutscher. Passagiere? Ein Vietnam-Snooper? Die Kutsche fährt nicht ohne den wichtigsten Teil. Die Antwort ist ihr, meine Damen und Herren. Nein, Schleimtumpe nicht, das ist der Lärm natürlich. Lärm ist korrekt. Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Ihr seid klüger, als ihr aussieht. Ich gebe euch einen guten Rat, liebe Frau. Nehmt ein Bad. Die Schmutzschicht auf eurer Haut ist nicht besonders vorteilhaft. Was gibt's? Zu meiner nächsten Frage, ein weiteres Rätsel. Ich stehe auf einem Bein und halte mein Herz in der Hand. Was bin ich? Der Kohlkopf? Der Reiher ist es nicht. Kamin, Liebender. Ein einbeiniger Fall, Liebender, weil es so wäre. Eine Spinne mit 7 fehlenden Beinen und einem Geburtsfehler. Jeder Mann sollte eurer Schönheit gewahr werden. ich würde sagen, es ist der Kohlkopf. Ihr macht das recht gut. Sprecht. Für meine letzte Frage werde ich ein wenig von der Norm abweichen. Ich werde heute Abend ein Bankett besuchen, auf dem ich vielen Edelleuten begegnen werde. Welches Juwel sollte ich zu meinem Kleid tragen? Ihr seid so hübsch, dass ihr keinen Edelstein braucht, aber da ihr eine Hexe seid, würde eine Träne von Leal am besten zu euch passen. Die machten in Raschimen alle Frauen rasend, aber nicht wie ein Berserker, obwohl das die beste Art von Raserei ist. Ich mag die Idee einer Perle, weiß und leuchtend, ach, vergesst es.
Also welcher Stein soll, welchen Stein sollte ich tragen? Ja, kein Juwel ist nötig, um eure Schönheit zu unterstreichen, meine Dame. Jeder Edelstein würde zu jemandem in eurer Haltung passen, ein grünes Smaragd und Feuer in euren Augen zu entfachen. Ein Sternsaphir? Sternsaphir? Ein Smaragd? Ja, ein Smaragd dürfte die Augen meiner Farben meiner Augen betonen. Wie fein für euch, das zu merken. Ein Smaragd ist sehr passend. Ich werde diese Rätsel müde und wie ihr und ihr, wie ich annehme, auch. Ich gebe euch Go gerne wieder, obwohl ich sagen muss, dass Puddles besser zu ihm passt. Er steht meine Kekse. Ihr seid gar kein simpler Geselle. Eure Antwort auf meine Rätsel war ein Passar, würde ich sagen. Nur nicht jeder hat die Ausbildung wie ich genossen. Hier, nehmt dieses Spielzeug. Der kleine Hamster hatte etwas dafür übrig und ich mag es nicht, wenn Freunde sich trennen müssen. Was euch betrifft, alles was ihr jetzt braucht, ist eine sorgfältige Ausbildung in der Etikette und vielleicht noch ein langes Bart. Da könntet ihr wohl sogar als Wächterin oder Haushälterin der Delins geeignet sein. Ein Kompliment, wirklich. Aber strebt nicht, nicht nach zu hohen Dingen. Es ist nicht gut, die eigenen Grenzen aus dem Blick zu verlieren. Lebt wohl. Schwerter statt Wörter. Ist das nicht zu glauben? Hat Minsk sein Bo wieder? Klein Bo sagt, dass es so ist, als muss es wahr sein. Oh Bo, ich habe dich so vermisst. Meine Brust ist wieder mit Freude gefüllt. Meine Schritte sind wieder voller Kraft. Mir geht es so gut, dass ich am liebsten jeden verprügeln möchte. Obwohl Bo sagt, dass das kein guter Weg ist, um Freunde zu finden. Ah, Rechtschreibfehler. Was war das, Bo? Und lautes Hamsterkampfschrei wird gleich kommen? Haltet euch die Ohren zu, Talisa. Bo fühlt den Drang zu brüllen. Toller Kampfschrei. Bo sagt, wehe dir Böses. Helden und Hamster sind wieder vereint. Bo, das war ein Kampfschrei, der jeden Schurken aus den Schuhen kippen lässt. Ihr habt bestimmt nur ein Quieken gehört, Talisa, aber ich versichere euch, es war furchteinflößend. Auf dass wir nie wieder getrennt sein, mein lieber Bo. Was passiert jetzt? Sagt, was ihr von mir wollt. Verhüllte Magier, na ganz toll. Es war gut, dass wir auf diese Ecke von Alt-Katla geachtet haben. Allerdings habe ich jetzt Schwierigkeiten. Ihr habt eine große Tat vollbracht, indem ihr diesen Bezirk von Eleniana Delil befreit habt. Okay, sie danken mir jetzt. Wir können euch nicht genug danken. Sie war ein übler kleiner Plagegeist. Ziemlich. Wie können wir euch für eure Bemühungen entlohnen? Ihr werte Dame besitzt derzeit nicht so wirklich eine Lizenz, in dieser Stadt Magie auszuüben, richtig? Ja, wir besitzen keine Lizenz. Wir sollten vielleicht Cornell darüber informieren. Nur ein Zeichen unserer Wertschätzung. Erwartet nicht mehr von uns. Allerdings. Wartet einen Moment, ich will euren stinkenden Gefallen nicht. Ich vermute, das genügt. Aber seid gewarnt, setzt eure Magie unklug ein und euch wird die Lizenz entzogen. Einen guten Tag wünsche ich. So, das heißt, wir haben jetzt kostenlos eine Magier-Lizenz gekriegt, die normalerweise 5000 kostet, was wir uns hätten leisten können. Übertrittspapiere? Achso, für Renal Blutskalb. Ja, und da haben wir Jadehund. Jadehund-Statue. Über die Statue gibt es eine melancholische Ode, die ihm von den Menschen frequentierten Schenken gern erzählt wird. Es geht um einen elfischen Jungen, bla bla bla. Minsk und Bo. Sonst haben wir nichts gekriegt. Hamster hat mal seinen großen außer Bo natürlich. Also ja, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Mit einem Jadehund. Minsk hätte, glaube ich, auch noch irgendeine besondere Fähigkeit erlangen können. Mal gucken, ob ich das rauskriege. Also ja, wir haben ja den Quicksave hier gemacht. Keine große Herausforderung. Dann klicke ich mich nochmal durch. Mal gucken. Hamster schwimmen. Ja, ja, ja.
Jo. Ja. Ja, ich werde die Frage. Ich stimme zu. Gut. Ich begleite die Kutsche. Ich bin Lärm. Lärm ist korrekt. Ja. Was gibt's?